Hi, hier ist der Alex und der Stefan vom Monatsmob. Diese Woche aus Berlin mit unserem Fazit zum Anlächeln. Alle 30 Tage verändern wir unsere Gewohnheiten. Wir probieren heute mal ein neues Format aus, und zwar stellen wir einfach Fragen und beantworten diese beide. Und ihr sagt uns dann am Ende bitteschön, wie ihr das findet, und schreibt einen Kommentar dazu. Genau, und jetzt kommt schon die erste Frage. Welche Situation hat am meisten Eindruck bei dir hinterlassen? Ja, ich muss ja zugeben, meine witzigste Situation war wirklich, wie mir diese eine Frau entgegenkam, ich sie angelächelt habe und sie krampfhaft, also wirklich versucht hat, ihr Lächeln zu unterdrücken, aber man immer wieder gesehen hat, wie es so richtig rauskam und wieder. Ich weiß auch nicht, das ist bei mir so im Gedächtnis geblieben, weil ich es einfach total lustig fand, wie sie ihre Gesichtszüge verzogen hat. Ja. Meine Situation, die am meisten in Erinnerung geblieben ist, ist, als ich über den Friedhof gejoggt bin. Das ist ja grundsätzlich schon mal gut. Und dann vorsichtig die Leute angeschaut, weil ich schon gewusst habe, ich bin ja auf gefährlichem Terrain sozusagen, oder halt nicht unbedingt Lächelterrain, weil sie oft mit Trauer verbunden ist, habe dann mich aber getraut, Leute anzuschauen, und wenn die vorsichtig mich angeschaut haben, dann habe ich leicht gelächelt, und da haben mich echt zwei Frauen nacheinander dann strahlend angelächelt. Also ich habe angefangen und sie haben zurückgelächelt, und zwar habe ich dann danach der Tina erzählt, als ich daheim war, und das war ein richtiges Glücksgefühl. Was nimmst du aus diesem Monat für dich persönlich mit? Ich nehme Lächelerfahrung natürlich mit, und ich nehme mit, dass nicht jeder zurücklächelt, nur die wenigsten. Und dass es von mir selbst herauskommen muss, oder dass das Wichtigste ist, dass ich selbst lächle. Und was ich auch noch mitnehme, ist mein Lächelrepertoire, oder mein Repertoire, was zum Lächeln führt, hat sich vergrößert. Also ich habe diesen springenden Hund, den ich einmal im Video gepostet habe. Ich stelle mir vor, dass ein guter Freund um die Ecke kommt, das ist sehr hilfreich, oder irgendwie ein Familienverwandter, den ich mag. Oder was ich auch oft mir vorstelle, dass so ein springendes Känguru nach vorne kommt, weil ich die Känguru-Chroniken auch angehört habe. Das nehme ich so mit. Also immer etwas, was springt, der Hund, das Känguru oder ein Freund ums Eck. Das stimmt, das ist alles sehr in Bewegung. Genau. Was nimmst du mit? Das Lustige ist ja, okay, kurz zu dem Repertoire, da habe ich ja auch einen Hund, das ist, den werde ich auch weiter mitnehmen, den Hund, den Grundbildstock im Arsch. Siehe Startschussfolge. Ja. Genau, wichtig. Ansonsten nehme ich mit, dass es auf der einen Seite zwar so ist, dass viele Menschen nicht wirklich, dass denen nicht so einfach ein Lächeln zu entlocken ist, auf der anderen Seite aber auch Menschen, von denen man sich gedacht hätte, wenn man sie mal richtig herzlich anlächelt, dass dann doch aus heiterem Himmel eigentlich, obwohl sie gar nicht so positiv gestimmt aussehen, dann doch auch ein richtig breites Grinsen rauskommen kann. Ja. Genau. Das ist eigentlich sehr schön. Ach ja, und ich habe auch noch gelernt, selbst wenn ich nicht so gut gelaunt auf die Straße gehe, dass ich mit, je mehr ich lächle, auch selbst einfach in eine sehr positive Stimmung kommen kann. Hat noch nicht geklappt, wenn ich richtig mies gelaunt auf die Straße gegangen bin, aber sagen wir mal, mit einer neutralen Laune geht es ganz gut. Wie hat sich dein Lächelverhalten über den Monat verändert? Also ich hatte am Anfang Schwierigkeiten zu lächeln, und jetzt mittlerweile ist es eigentlich ein richtiger Automatismus. Es ist so der erste Monat, in den ich rein bin, wo ich eine Angewohnheit noch nicht hatte und jetzt mit einer Angewohnheit rausgehe. Für mich sagst du, das war die herausforderndste Aktion bis jetzt vom Monatsmob. Und ich habe mich die ersten zwei Tage irgendwie leicht getan, so einen Anfangsschub an Motivation gehabt, dann ging es in den Keller, und dann musste ich es mir langsam wieder erarbeiten, und das habe ich aber auch, genau wie du. Jetzt fällt es mir leichter, aber trotzdem, ja, sage ich später noch. Hattest du auch mal Muskelkater vom Lächeln? Nee, ich hatte nicht direkt Muskelkater, aber ich hatte so ein seliges Gefühl öfters, als ich nach Hause gekommen bin.
Jetzt auch nicht jedes Mal, aber so 3-4 Mal habe ich das schon geschafft, dass ich mit so einem breiten Grinsen auch in die Haustür rein bin. Das, was wir schon mal zwischendrin so als Rausch bezeichnet haben, ja, denke ich mal. Das hatte ich ja auch ein paar Mal. Aber dazu muss man schon irgendwie nicht bloß 2 Leute anlächeln oder so. Wobei, wenn die zurücklächeln, dann ja, aber also ich habe das gehabt, als ich wirklich 20 Minuten lang lächelnd unterwegs war. Und dann auch zwar unabhängig davon, ob jemand zurückgelächelt hat oder nicht. Ganz genau. Ja. Ich hatte auch nicht direkt einen Muskelkater, bloß als ich dieses Video aufgenommen hatte und da wirklich sehr ambitioniert bei der Sache war, habe ich am Ende, nachdem das Video fertig war, gemerkt, dass es hier ein bisschen spannend. Aber das war dann am nächsten Tag auch wieder gut. Das Video verlinken wir jetzt auch noch hier. Oder da? Oder hier? Nee, da. Hat sich durch das Lächeln etwas ergeben? Also bei mir muss ich sagen, jetzt nicht direkt. Ich bin dadurch jetzt in kein Gespräch reingekommen. Das höchste der Gefühle war halt, dass mich Leute gegrüßt haben und sich gefreut haben. Aber weiter hat sich nichts ergeben. Ich habe aber auch nicht darauf gedrängt, Leute jetzt danach anzusprechen oder so. Also wahrscheinlich ist es hilfreich, aber ich habe es gar nicht ausprobiert. Ist aber auch nicht so, dass mich dann einfach jemand darauf angesprochen hat, auf mein Lächeln. Wie war es bei dir? Ganz ähnlich. Ich habe jetzt auch kein Gespräch gestartet, aber was passiert ist, ist so ein Zunicken. Also erst lächeln und dann nicken, obwohl man sich nicht kennt. Was genau auch schon cool ist. So als ob man den Nachbar gerade grüßen würde. Aber wir haben in der Gruppe, in der Facebook-Gruppe, haben wir auch von Berichten gehört, dass es wohl gerade bei Frauen wohl schon so ist, dass das Lächeln zu Gesprächen geführt hat. Was auch daran liegen könnte, dass wir einfach Frauenüberschuss in der Monatsmarktgruppe haben. Aber vielleicht sind die Frauen da auch ein bisschen. Nein, es ist keine Pauschalisierung. Aber das muss man in den Raum stellen. Genau. Und außerdem frage ich mich, was passieren würde, wenn ich die Herdplatte jetzt anmache. Dann hätte das auf jeden Fall Konsequenzen für meinen Hintern. Sehr im Monat drauf da. Wie hat dich einen Monat lang an Lächeln weitergebracht? Mich hat es insofern weitergebracht, als dass ich jetzt im März merke, dass ich mich leichter tue. Falls ihr es noch nicht gemerkt habt, wir haben die dümmsten Ort in dieser Wohnung noch für das Ende aufgehoben und das Badezimmer. Ihr seht, der Monatsmob macht Spaß. Wie hat dich der Monat weitergebracht? Also ich merke einfach, dass ich leichter Kontakt zu Leuten aufbauen kann durch das Grinsen, da sich das jetzt schon gar nicht mehr so unnatürlich anfühlt, sondern halbwegs natürlich, ist es einfacher, Kontakt zu Menschen aufzubauen. Und wie du schon gesagt hast, für das März-Thema anderen eine Freude machen, ist es sehr hilfreich. Und ja. Deswegen, letzte Frage. Wirst du das Anlächeln beibehalten? Wie ich vorhin schon mal gesagt habe, also es ist eigentlich schon so mehr oder weniger eine Gewohnheit von mir jetzt geworden. Ich muss schon noch ein bisschen drüber nachdenken, aber eigentlich gibt es für mich mittlerweile gar keinen anderen Weg mehr, als durch die Straßen zu laufen und zu lächeln. Okay. Wenn ich halbwegs in der Stimmung bin, wenn ich schlecht drauf bin, dann nicht. Ja, das muss man auch dazu sagen. Aber ich fokussiere mich einfach mittlerweile auch drauf, wenn ich rausgehe, aufs Lächeln und nicht mehr so oft. Ich höre auch viel weniger Musik oder Hörspiele, wenn ich unterwegs bin. Einfach aus dem Grund, weil mir das Anlächeln mehr Spaß macht. Ja. Ich werde es auch beibehalten. Ich habe es in meinem Repertoire drin und das ist richtig cool, wenn man das so aus dem Ärmel schütteln kann. Weil, was ich nicht mehr gemacht habe im März, muss ich zugeben, dass ich so lange Folgen von Lächelaktionen hatte. Also nicht mehr 20 Minuten nur lächelnd rausgehen, das habe ich nicht mehr gemacht. Aber ich merke, dass ich es irgendwie abrufen kann, wenn ich denn möchte. Genau, ja. Also dass es mir leichter fällt. Ja. Aber trotzdem merke ich muss in Übung bleiben, weil ich auch schon Phasen hatte, wo es mir eigentlich dann gar nicht mehr gelungen ist. Oder halt Tage hatte, wo ich rausgegangen bin und irgendwie gemerkt habe, boah, ist mir nicht nach Lächeln. Aber vielleicht muss man es auch wieder zwingen, aber auf jeden Fall dranbleiben und also, mal 30 Tage. Genau, also ich glaube, es gibt Tage, da fällt es einfach schwer. Und da kommt es dann so verkrampft rüber, dass es auch wirklich nichts hilft, ja, glaube ich. Soll ja auch nicht sein. Genau, aber insgesamt möchte ich noch sagen, also ich fand diesen Monat den intensivsten bisher für mich. Also ich habe die intensivsten Gefühle eigentlich während dieses Monats gehabt.
Ich meine, alles andere war auch total toll. Rausgehen und ausmisten. Meditieren. Meditieren war natürlich auch kraftvoll. Das war halt jetzt bei mir nicht so stark, aber so viele Sachen geben halt, ich denke jetzt gerade ans Rausgehen und Ausmisten, das gibt halt irgendwie ein sehr gutes Gefühl, aber nicht über einen längeren Zeitraum, aber das Anlächeln hat über einen kürzeren Zeitraum sehr intensive Gefühle gebracht für mich. Go ahead, man. Ja. Und damit die Schlussklappe. Schreibt uns unter dieses Video, wie euch das gefallen hat, dass wir an unterschiedlichen Orten gedreht haben. Und ich mache das Wasser an für Alex. Monatsmob.